Ja, ich war da keine 17 Jahre. Und den ersten Bombenangriff, da habe ich auf der Acker ein Heu umdreht und dann bin ich heim. Und habe ich schon grün gehört, wie ich muss Bier haben, die Bomben runtergefallen sind. Aber mehr weiß ich dann auch nicht. Die Bombardierung, es war ganz schlimm. Wie überhaupt, weil durch die Raffinerie drin in Moosbierbaum, da sind ja, heutzutage kann man das gezielt alles machen, aber zu der Zeit sind nicht rundum die Bomben gefallen. Ich war alt 15 Jahre, wie die Russen gekommen sind. Alles erlebt, was ich damals alles abgespielt hatte. Aber ich habe mir ist nichts passiert, es war alles in Ordnung. Wir haben auch ich war da beim Höchstl in der Küche und wir haben für die Russen gekocht. Ein 39er Jahrgang bin ich, Nachkriegszeit, sind wir evakuiert worden. Das war eigentlich für uns Kinder nicht tragisch, weil da haben sie wir haben gesagt, der Federnwagen, das war, kannst keine Kutsche sagen, sondern ein Wagerl, ein Wagen, wo die Leute, die besser situierten, Pferde eingespannt haben. Eben bei Fliegeralarm, ne? Das war die Sirene dreimal, dann war es akut. Und eben unsere Leute sind normalerweise, beim Fliegeralarm war, nach Sitzenberg in den Schlosskeller gefahren. Auf fürs Rall und nach Sitzenberg. Russische Besatzung. In der Zeit, muss ich sagen, ist es uns eigentlich relativ gut gegangen. Da haben wir wieder, sie haben da geplündert und das, was sie geplündert hatten, hatten sie bei deinen Familien verteilt, wo die Kinder waren. Aber ich habe, bis ich heimgegangen bin, hat eine Frau gesagt, die war schwerhörig. Und die hat gesagt, tut es leicht bombardieren. Da habe ich gesagt, ja, und bin wir weiter heimgerannt. Weil der erste Angriff. Und dann habe ich müssen. Nach dem Angriff, etliche Tage, habe ich müssen dann noch einrücken. Und wo warst du? In Boden beim Arbeitsdienst. Und da waren wir etliche Monate beim Arbeitsdienst, dann sind wir überstellt worden, aufgeteilt. Das ganze Lager auf drei oder vier verschiedene Orte. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich nach Krems gekommen bin, zu den Pionier. Da war von Keindorf nur einer mit und von Oberbierbaum. Der Keindorfer ist aber woanders dort geworden. Das war anders zum Militär gekommen. Beim Arbeitsdienst waren wir da beieinander. Und der Oberbierbaumer war bei mir. Der Zehnte hat er geheißen. Bei der Frau, die hat gesagt, seid vielleicht ihr Soldaten. Und ich hab gesagt, ja. Hat gesagt, könnt ihr bei mir schlafen. Das war schon am Abend, da sind wir noch ganz gekommen. Hat gesagt, aber na, jeder Versuch hat uns gemacht, aber ich hätte auch nichts gehabt. Und dann hat es gesagt, aber die Russen waren auch erregt, haben geschlafen. Aber gesagt, ich weiß nicht, ob es nicht leise oder was erregt war. Und dabei waren wir voll leise. Wir sind die letzten Tage in Ips, wo wir waren, war da die Gemeinde Wien, hat da also ein Lager gehabt, das war unter Griechen, ein Lazarett. Und dort war alles verlaust. Wir sind selber bombenvoll leise gewesen. Haben sie ausgezogen und haben das ein bisschen gewandt, was wir gehabt haben, rausgehängt beim Fensterstein gegangen, dass mir die leise nicht tut lassen. Nein, 45. Ja, ja. Sind wir mit der Zühne runtergefahren, mit ein paar Brillen. Ruder haben wir keinen gehabt. War ein schöner Tag und haben wir gesagt, in Dresmoor steigen wir aus. Aber weil es so schön war, haben wir gesagt, fahren wir weiter oben. Und nachher haben wir erfahren, dass dort in Dresmoor alles vermint war.
Mhm. Wenn man das der Pech gehabt hätte, wären wir vielleicht gar nicht heimgekommen. Und dann haben wir in den Breiwitz sind wir zugekommen und da war, habe ich einen Onkel gehabt und der Tante, die haben gesagt, Berndorf ist schwer im Onkel, bis das halbe das Dorf anbrennt. Mhm. Jetzt sage ich noch, lebt die Hütte noch? Haben sie auch nicht gewusst. Dann sind wir weitergegangen, den Oberbierbaum, wo der Zehntner daheim war, die haben schon gewusst, dass die Hütten leben und dass es nicht so arg ist. Es waren nur ein paar Granatschäden, war nicht arg. Und dann sind wir da heimgekommen. Es hat ja keiner gewusst, wie die Russen sind. Wie die Russen eingezogen sind ins Wendendorf, sind wir Mädchen mit der weißen Schürze, haben wir sie empfangen. Ich war da schon so Hilfskindermädchen beim Höchstl. Ach so. Mhm. Also die haben Kinder gehabt und da bin ich nach der Schule schon hingegangen. Und dann bin ich ja schon mit 14 Jahren fast dort gewesen immer. War ja 8 Jahre war ich bei den Höchstl-Kindern, bei alle drei. Ne? Also, da ist mir sehr gut gegangen. Wir haben auch für die Russen kochen müssen. Also, und was habt ihr gekocht für die Russen? Händel. Mhm. Aber groß in Kessel. Für die ganze Partie. Und so ist es gut gegangen. Aber dann waren keine Mädchen mehr da. Dann haben wir nicht mehr kochen können. Dann sind wir schon wieder im Keller gesessen. Na, das war schon schlimm. Ne? Da haben wir schon zittert. Ja. Ja. Aber in dem Haus beim Höchstl, da gibt es ja einen Keller unterirdisch, ein Gewölbe, der war hundertprozentig sicher. Und da hat, wenn da eine Bombe eingeschlagen hätte, das wäre nicht bis dorthin gegangen, weil die sind lauter Meier und so gewesen. Dadurch steht das auch unter Denkmalschutz, das Gasthaus, vis-à-vis von der Donau drüben. Da waren ja die Lassow-Truppen. Du hast da in Zwendorf nicht mehr über die Straßen gehen dürfen, weil die Scharfschützen haben. Da haben sie, glaube ich, ein paar Welker oder wen erschossen. Mhm. Also da haben wir nicht mehr, was gefährlich dann alles schon. Gerückt. Ja, ja, ja. Das waren dann die Lassow, das waren die ganz Argen. Ja. Die Toten hat man nicht wegräumen können. Ja, 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 das war da, ja. Und dann sind wir ja evakuiert worden alle, ne? Dann sind wir alle evakuiert worden bis Blankenberg sind wir gewesen. Mhm, und meine Eltern sind da evakuiert gewesen und ich und meine Schwester. Und mein Vater hat ja Russisch können und wir waren die ersten Mädchen, die dort Schanzen haben müssen. In Böhmkirchen hat es Schanzenkrumm haben wir müssen gehen. Und ja. So ein Schutzgraben wurde. Ja, ja. Und meine Schwester, die hat das heute halt immer nicht geschafft. So und so viel haben wir machen müssen. Ne? Und der Russe hat immer gesagt, du nicht gut, du kommst mit. Und gesagt, nein. Ich habe mir gedacht, da passiert ja was. Jetzt habe ich meiner Schwester immer geholfen, dass sie es geschafft hat. Und so haben sie halt durch. Und bei Böhmkirchen, auf einmal, wie, das weiß ich nicht mehr, hat es geheißen, der Krieg ist aus. Wir sind zu Fuß, sind wir von Böhmkirchen über die Felder heimgegangen. Zu evakuieren haben ein paar Erwachsene, das war zart, wo alles, was gegangen ist, aufgeladen worden ist. Bettzeug, was man an Lebensmitteln vielleicht noch gehabt hat, das alles. Die kleinen Kinder aufgesetzt alle. Und mein Kinderwagen, wo das letzte Kind drinnen war, gefahren. Und das war ja auch kein super Fahrzeug mehr, das war ja, hat schon mehrere Kinder transportiert gehabt. Das ist nur, gerade dass es halt Schirm hat können. Mit denen sind wir gefahren. Wohin? Nach Grabensee hat das geheißen. Und da waren schon mehr von Zwendendorf dort. Die Erwachsenen sind alle in einem ein Stall war das. Die müssen dort halt schlafen. Da ist ein Stroh aufgestrahlt worden. Dort haben sie geschlafen, die Erwachsenen. Im Sommer, im Herbst?
Das war schon im Sommer. In einem kleinen Haus, was zu dem Bauernhof dazugehört hat, das hat geheißen, Ileitstöckl haben sie es genannt. Das, was die alten Bauern in Außen haben. Ich kann das nicht erklären. Ja, waren alte Leute da drin, die haben es aber dann außer und wir Familie, die Mama mit uns Kinder, haben dort sein dürfen. Da haben wir eine Küche gehabt und einen großen Raum. Da haben wir halt auch nur am Stroh sind wir da gelegen, nicht? Aber es ist uns nichts angegangen. Da war der Vater auch mit, weil die Russen haben da eine Kuh geschlagen oder was, also sie haben sie versorgt von Stall aus und das Viech hat angestochen und verarbeitet worden. Und den Kuhschädel hat der Vater heimgebracht und hat, das ist angezogen worden und die Mama hat das gekocht. Da haben wir eine Suppe gehabt. Sind wir dann wieder zurück? Ich kann noch nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Mhm. Vielleicht eine Woche oder 14 Tage, ich weiß nicht, wie lange wir dort waren. Und wieder heim. Ja? Und daheim, wo halt die Reste waren, was in Hausen waren, da hast du dann in andere Häuser gesehen, wie die Bitwisch von uns gehängt ist. Die haben das geplündert, so gewisse. Mhm. Ja? Bei der Tante und beim Onkel waren quasi die Küche, die Feldküche, oder wie sie es genannt haben, dort haben sie gekocht auch, nicht? Und wir Kinder, die haben dann, sind dann im Hof im Gras gesessen, was sie halt zum gekriegt haben dann. Und wir Kinder sind nicht auch umgerannt dort. Wir haben ja keine Angst gehabt vor den Leuten. Da haben wir mitgegessen. Und da haben die Dorfbewohner gesagt, das seid ihr wahnsinnig, wir lassen jetzt die Kinder mit denen mitessen, wenn sie die vergiften. Die Mama hat gesagt, erst, wenn die das selber essen können, dass die Kinder auch essen. Hat in der Besatzungszeit keine Zähne gehabt, Zahnprothesen nur gehabt. Gell? Und die hat sie quasi so hässlich hergerichtet, wenn die Russen kommen aus den Zähnen raus. Da, und gesagt, so viel, sie hat so viel Malinkerl, gell? So viel Malinkerl hat sie. Also Kinder. Also da haben sie eh schon zurückgeschoben und wie es Mama gesehen haben, na sowieso. Und wie war für dich die Luftangriffe? Hast du. Ja, das ist. Ich darf jetzt noch keine Sirene hören. Wir haben das gar nicht so empfunden. Das ist nur, dass die Adele. In den kleinen Kabinett, was wir gehabt haben, da drinnen versteckt war. Also, die hat nicht raus dürfen, die älteste Schwester. Und da haben sie einen Kasten vorgestellt, dass du nichts gesehen hast von einem Tier. War trotzdem ein Risiko, nicht? Meine Erinnerungen waren, da war ich alt, 4 Jahre. Das war das erste Mal. Wie ich ihn gesehen hatte. Für mich war es eine fremde Person und die Mutter gab zur Antwort. Ich fragte die Mutter, sie gab die Antwort, das ist dein Vater. Die russische Besatzung. In der Zeit, muss ich sagen, ist es uns eigentlich relativ gut gegangen. Da haben wir wieder, sie haben da geplündert und das, was sie geplündert hatten, hatten sie bei deinen Familien verteilt, wo die Kinder waren. Meine Mutter ist da nie mitgegangen, weil sie hat immer gesagt, einer muss zu Hause bleiben, weil wir also in dem Sinne, so wie es Selbstversorger waren. Meine Mutter hat zu der Zeit ein paar Ziegen im Stall gehabt und Schweineln zum Füttern.
Also ich war 9 Jahre alt, bin in die Volksschule gegangen. Wir haben in der Volksschule sogar eine Ausspeisung gekriegt und Leber dran haben wir schlucken müssen. War nicht gut, war oft der Ernstl, der hat sich, Schäd Ernst, der hat sich oft geopfert und gesagt, ich schluck's, ich nehme gleich 2, 3, das hat er nichts gemacht. So, ja, und ja, wie soll ich sagen, wir haben auch einen Montag, wenn wir gekommen sind, haben wir uns am Platz vor der Schule sammeln müssen, haben grüßen müssen, Heil Hitler. Und dann sind wir oft in den, alle Monate einmal, haben wir zum 3er da reingehen müssen. Und da haben wir auch so Ansprachen abgehört, also haben wir hören müssen. Nicht? Und ja, was soll die Nachkriegszeit, ja, das war natürlich nicht die Nachkriegszeit, aber wie die Russen gekommen sind, wie die Fliegeralarm, und das war halt ganz schlimm. Weil wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt, meine Eltern, ich habe noch eine Schwester, und wenn Fliegeralarm war, das hat man gehört im Radio, der Kuckuck gerufen, haben wir schon ein Radio gehabt, oder Sirenengeheul. Und wenn mein Vater, wir haben 2 Pferde gehabt, wenn der am Feld war, na, schnell nach Hause. Nicht? Und wir haben wohl selber einen Keller gehabt, aber dann sind meine Mutter und mein Vater sind großteils zum Maurer, das ist unser Nachbar, im Keller gegangen. Und mein Vater und ich sind mit dem Fahrrad, das ist, da beim Polsterkreuz ist ein kleines, das war das Weingattel und da war ein großer Bunker. Und da sind wir mit den Fahrrädern raufgefahren, da ist immer vernebelt schon worden. Und da hat immer gesagt, dass wir nicht immer alle weg sind, was passiert. Wenn ich heute so zurückdenke, denke ich mir, das war schon mutig von ihm. Da sind wir bei der Nacht, war das, also man hat überall Schießen gehört. Und also als Kind war das ganz hässlich. Wir sind am Boden gelegen und da sind bei der Nacht dann die Russen gekommen und na, haben uns alle rausgestampert. Und dabei war das im Stadl, hinten im Stadl, haben sie dann lauter Hitlerbilder gefunden. Nicht? Das haben aber wir nicht gewusst, dass das so schlimm war. Na da, wir sind nicht lang, wir haben es lang, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir da geblieben sind. Jedenfalls hat es dann geheißen, der Krieg ist aus. Der Krieg ist aus. Also wir haben in unserer Familie immer genug zu essen gehabt. Meine kleine Landwirtschaft gesagt, die Pferde. Und das muss ich auch noch sagen, uns ist gut gegangen. Wir haben die Kommandantur im Haus gehabt. Die Bichler Mitzi hat sie geheißen. Es war eine junge Frau. Und die ist von Russen verfolgt worden. Und jetzt ist sie zu uns in den Keller runtergekommen. Das war ein Rübenkeller. Und da hat sie sich versteckt. Ja, man glaubt, das ist eine Ruhe. Jetzt sind wir dann, ist aber der Russ gekommen und meine Mutter steht da unten im Keller und da kommt, du komm. Meine Mutter ist auf die Knie gefallen und bittet die Kinder und so halt. Nicht? Und da haben wir halt eine Bewegung gesehen und hat halt dann die Bichler Mitzi, die hat dann sogar in die Zeitungen geschrieben, ich tut mir heute leid, dass ich das nicht aufgehoben habe, was er eigentlich dann mitgemacht hat. Ja, und das, wie soll ich sagen, das waren nicht schreckliche Erlebnisse. Mein Vater war auch beim Volkssturm und die haben da, neben der Donau, haben die graben müssen. Und waren auf der drüben Seite waren ja die Deutschen und herum waren die Russen. Und da ist schon hin und her geschossen worden und hat halt immer Glück gehabt. Nicht? Also ein besoffener Russ hat überall bei den Tor geklopft und gepumpert. Und wir haben ja bei den Eingangstoren noch so einen Riegel gehabt und der hat dann nachgegeben. Und da war der besoffene Russ herinnen. Und wir haben einen Hund gehabt, der hat halt recht gebellt. Und der Vater stellt, und der Russ, den hat es so gestört, hat eine Pistole gezogen und wollte den Hund erschießen. Nicht? Und mein Vater sagt, nein, nicht. Und er zielt auf meinen Vater. Und zum Glück hat er eine Ladehemmung gehabt.
Da hätte er vor unseren Augen den Vater erschossen. Das war ganz eine hässliche Zeit. Da ist gekocht worden für die Leute, die in der Flakstellung waren. Ist im Gasthaus gekocht worden und mit dem Pferdewagen ist das Essen da den Kilometer rübergefahren worden und sind die zur Flakstation, ja. So sind die versorgt worden. Und eben da am 1. März 1945 ist das Gasthaus bombardiert worden. Da ist ein Deutscher, der Kommandant ist getötet worden, eben bei Fliegeralarm. Ne? Das war die Sirene dreimal. Dann war es akut. Mhm. Hm? Und eben unsere Leute sind normalerweise, wenn Fliegeralarm war, nach Sitzenberg in den Schlosskeller gefahren. Auch fürs Rall und nach Sitzenberg. Weil das war meistens so, also es ist einmal Alarm, alles okay. Na, dann ist noch einer Weile zweiter Alarm, na, jetzt müssen wir uns fertig machen, müssen wir fahren. Ja? Und das ist aber so schnell hintereinander gekommen, dass sie nirgends mehr hingehen haben. Jetzt sind sie bei uns im Hauskeller hinten. Das war dann so knapp. Fuhren ist ins Wohnhaus, die Bomben reingefallen, auf der Pfarrwiesen hinterbei ist die nächste Bombe gewesen. Also, sie haben so ein Glück gehabt, dass sie da drinnen, ja. Nicht ums Leben. In Oberbierbaum ist auch eine Frau tot gewesen, eine Frau den Fuß verloren, waren auch Tote. Bei diesem Angriff am 1. März 1945. Wir haben damals, der Pfarrer, der bei uns war, der ist 1940, 41 gekommen und der hat alles penibel aufgeschrieben. Die ganze Kriegszeit. Wir haben da ein kleines Büchlein darüber verfasst. Das habe ich jetzt natürlich nicht mit, aber ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, kann ich das Ihnen oder dem Museum alles zur Verfügung stellen. Ja? Es war die Front. Es ist ja bei uns in die zusammengetroffen. Es war ja in Zwentendorf auch. Aber und dann eben, schreibt er auch, dass man von der vis-à-vis von der Donau hat man die Stalinorgeln heulen gehört oder so. Ja, also das steht alles in diesen Berichten drinnen. Ja, und meine Tante hat eben, wie sie dann nach der Evakuierung wieder zurückgekommen und war ja alles geplündert. Die Dörfer waren ja fast leer, es sind ja nur ein paar Leute geblieben, die paar Tiere, die noch da waren, versorgt haben. Und es hat nichts gegeben, sie haben kein Vorrat, gar nichts war da. Also sie haben alles, wie sie so hat immer gesagt, wir haben alles am Buckel tragen müssen, was man... Aber wenn man aufs Feld gegangen ist oder sonst wohin. Und auch mit dem, mit dem Problem Russen und Frauen hat es natürlich auch bei uns gegeben. Aber sie haben in einem Haus, das ganz geblieben ist, da waren ein paar auch so Russen, höhere, also von der Roten von Armee. Von der Roten Armee, ja. Die haben da ihr Quartier gehabt und da sind sie dann immer hingegangen, hat sie gesagt, weil das dort hatten die anderen nicht, ja. Sind die anderen nicht gekommen und da ist ihnen nichts passiert. Aber man hat oft Frauenschreie gehört aus der Umgebung und so. Und also es war ziemlich, ja, grauslich. Grausam. Ja. Und da sind auch zwei Männer, die haben in der Fabrik in Moosbierbaum gearbeitet. Aus unseren Dörfern, die sind dann nicht mehr heimgekommen von der Gestapo St. Pölten Aktion. Die sind vergast worden. Ja, wir haben eine ganz schöne Kindheit gehabt im Dorf. Es hat so in der Altersgruppe, eben meine Schwester und ich und ein bisschen älter, da hat es so 10, 12 Kinder gegeben in dem Alter. Und das ganze Dorf war unser Spielplatz. Der Ort ist zwar klein, aber es hat alles gegeben. Es war die Kreislerei gleich daneben, Trafik war da dabei und dort hat man einfach alles kaufen können. Und 1955, ja, das war ganz einfach ein freudiges Ereignis, ja, wie die Russen abgezogen sind und wie das frei geworden ist. Haben Sie das im Radio gehört? Ja, im Radio. Ja. Und das muss ich sagen, also das sind,
Also da ist die Familie zusammengesessen. Ja? Das kann ich mich halt schon erinnern. Und dieses Österreich ist frei, das ist natürlich dann immer ja. Das ist, klingt ja heute nur noch, sage ich jetzt einmal. Ja, meine Kindheit beginnt in der Siedlung im Hansa-Block. Und da habe ich eigentlich sehr schöne Erinnerungen dran, weil das ist Kindergartenzeit, Volksschulzeit und sehr viel Zeit, die ich in der Au verbracht habe. Die Au war unser Spielplatz. Und auch die Bunker in der Nähe, das waren die geheimnisvollen Orte, wo wir auch immer wieder gespielt haben. Aber wie gesagt, die Donau und die Au, das war so Abenteuerspielplatz pur für uns. Da haben wir Cowboy und Indianer gespielt, haben wir mit den Raulen was unternommen, auf die kleinen Wegel. Bei der Donau habe ich schwimmen gelernt. War recht abenteuerlich, wenn man das heute wem erzählt, dann sagen wahrscheinlich die Leute gleich, nein, also das darf nicht mehr, sein. Weil es war ja lustig, wir sind zu fünft immer gegangen, wir fünf Brüder. Mutter war ja arbeiten und der Vater. Und sie hat immer nur gesagt, und wenn einer der Saft, den der schlage. Und somit haben wir uns halt bemüht und sind nicht ersoffen. Ja, und wie gesagt, in der Au, da hat es natürlich allerhand gegeben. Da haben wir uns Häuser gebaut, sind beim Arm gewesen, haben Frösche gefangen. Im Herbst haben wir Kastanien gesammelt für die Jäger. Da haben wir ein paar Groschen gekriegt dafür. Die haben wir dann gleich umgesetzt in Stallwerk, im Kainzbauergeschäft in Erpersdorf oder im Konsum früher noch. Wie ich dann 12 Jahre alt war, sind wir übersiedelt von der Siedlung in die Vogelweidgassen in Erpersdorf. Da haben der Vater und die Mama Haus gebaut. Hat etliche Jahre gedauert, bis das Haus fertig war, aber es war halt Schritt auf Schritt. Und damit sie Baumaterial kriegen, sind sie vorher noch, wie wir in der Siedlung gewohnt haben, übergegangen. Ins ehemalige Areal von der Fabrik bei Mosbierbaum und haben dort Ziegel geputzt. Das war eine recht interessante Geschichte für uns, weil da haben wir natürlich auch mal da umstreifen können, da wir die Eltern gearbeitet haben. Die Gräsern haben schon mitgeholfen ein wenig. Und das weiß ich noch, da sind die Männer in der Hosen und im Unterleibel gegangen. Und die Frauen mit einer Bochandhosen oder Glatthosen und BH, wenn es heiß war. Das war halt so üblich. Und mit scharfen Maurerhammer oder mit kleinen Hackeln, die angeschärft waren, sind die Ziegel noch geputzt worden und aufgeschlicht worden. Und je nachdem, wie viel man gehabt hat, hat man dann Baumaterial gekriegt dafür. Und die Mama war ja ungelernt, die ist mit 14 schon auf einem Bauernhof gewesen, aushelfen, als Magd quasi, und hat dann immer wieder so Anlernarbeiten gehabt. Und später dann hat sie das Glück gehabt, ist zur Post gekommen, ist Brieftragerin geworden. Da habe ich sie im Sommer dann auch oft begleitet, weil das war ja nicht nur Zwentendorf, Erpersdorf, sondern das ist gegangen bis Neisiedl, Bischelsdorf, Berndorf zum Teil. Und das sind wir alles mit dem Rall gefahren, ja. Und da weiß ich noch, da hat es gehabt eben die schwarze, die große Posttaschen und auf der Seite eine Stallruten drin, weil damals sind ja auch die Pensionen noch ausgezahlt worden über den Briefträger. Mhm. Das heißt, der Briefträger hat irrsinnig viel Geld mitgehabt, immer am Monatsanfang. Und zur Selbstverteidigung halt so eine Stallruten. Und sie hat gesagt, aber für das hat sie es nie gebraucht, sondern nur für die Hunde, die selber angegangen sind. Und die Ärgsten waren halt die Kleinen, ne? Die Dackeln. Weihnachten war von der Siedlung her jetzt einmal begonnen wieder. Der Christbaum ist immer gestanden im Schlafzimmer von den Eltern. Auf einem Tischl, das weiß ich noch, das hat gehabt ein rotes
Metallgestell, Metallrohrgestell und eine weiß lackierte Platten mit einer Tischlade. Und weil der Baum halt sehr klein war, ist er auf einen Tisch aufgestellt worden, damit er ein bisschen größer ausschaut. Und da kann ich mich erinnern an zwei Geschenke, die ich da gekriegt habe. Das eine war einmal eine metallene Spielzeugeisenbahn. Das war nur ein kleines Oval von den Schienen und ein Lok mit zwei Anhängern, mit zwei Waggons. Das hast du mit einem Schlüssel aufgezogen, draufgestellt und hast das rennen lassen im Gras, das war's. Und das zweite, was ich mich gut erinnern kann, das war ein Buch über einen Mungo. Das ist ein schlangenbekämpfendes Nagetier, der Rikki-Tikki-Tavi. Und da weiß ich noch, da habe ich mich in der Früh ins Schlafzimmer geschlichen und die Eltern noch geschlafen haben und habe heimlich zwei, drei Seiten wieder gelesen. Da habe ich wieder rausgeschlichen, weil das Buch hat müssen unter dem Baum liegen bleiben, bis die Adventszeit oder bis die Weihnachtszeit halt vorbei war. Eislaufen ist erst später gekommen für mich, weil das Einzige, was es gegeben hat, waren Schraufendampfer. Ich weiß nicht, ob das heute noch wer kennt. Das waren Kufen, die sind auf normale feste Arbeitsschuhe oder auf Bergschuhe draufgeschraubt worden. Links, rechts mit einer Klemmschraube. Da hat es eigene Schlüssel gegeben dafür. Das waren die Schraufendampfer. Ja, und erst später habe ich dann alte Eislaufschuhe gekriegt, so schwarze, wie es fürs Kunsteislaufen verwendet werden. Und mit denen bin ich dann gefahren, entweder zwischen die Brunnen auf der Donau, wenn es kalt genug war, dass es zugefroren ist, oder auf dem Arm, oder eben in der Baggerschuh der Grün. Da sind wir im Sommer auch hingegangen zum Boden. Ja, das war auch noch was. Onkel Hubert und Tante Eli, die haben im Fünferblock gewohnt. Und die haben als Erste in der Familie einen Fernseher gehabt. Und das weiß ich noch, da sind wir alle zum Kasperl am Mittwochnachmittag geschlossen umgegangen zum Onkel Hubert und zur Tante Eli und haben dort Kasperl geschaut. Und das war ein Mutzhallo. Weil der Onkel Hubert hat bei der OMV gearbeitet, hat einen guten Posten offenbar gehabt. Und der hat eben als Erster in der Familie ein Auto gehabt und einen Fernseher, also von der Schädfamilie her. Und das war natürlich was ganz was Besonderes für uns. Und dadurch hat sich das eben ergeben, dass wir am Mittwoch halb zum Kasperl schauen, zum Onkel Hubert und zu Tante Eli gegangen sind. Ich weiß noch, Oma Opa von der Schädzeiten, die haben eine Zeit lang noch in Musbierbaum im Werk die Wohnung gehabt, weil der Opa so eine Art Aufsicht gehabt hat für das Areal. War ein Portier ohne Personal, wenn man so will. Bau gerade Zwentendorf, das darf ich nicht, und kriegt das erste Kernkraftwerk von ganz Österreich. Das war ja damals von dem, was man gewusst hat, die Sensation schlechthin, ne, dass sowas gebaut wird. Ich meine, ich war ja noch nicht alt noch dazu, nicht? Und das, was du halt gehört hast, klarerweise war immer nur das Gelbe vom einen. Ja, also für uns von der Familie her war es ein Geschenk eigentlich von den Arbeitsplätzen her, weil es sind doch etliche aus der Familie reingekommen. Schlimm ist dann eben gewesen, die Stimmung, wie die Volksabstimmung war, und es hat geheißen, nein, das Kraftwerk geht nicht in Betrieb, das Kraftwerk wird zugesperrt. Und da war es eben so, dass die Mama nach wie vor in dem Informationsbereich tätig war. Aber der Onkel Günther zum Beispiel, der hat das, was er selber aufgebaut hat als Schlosser, hat er zum Teil wieder abbauen müssen. Weil die Sachen, die verwendbar waren, abgebaut worden sind und eingepackt und in andere Kraftwerksbaustellen übersiedelt worden sind. So, ich bin 1950 geboren in Wien und 1951 hat mein Vater eine Arbeit in Musbierbaum bekommen. Und darum sind wir im Frühjahr 1951 nach Zwentendorf gezogen. Anfangs waren wir noch in der Baracke in Musbierbaum
gewohnt und dann im November 1951 sind wir in die Siedlung gezogen. Die Siedlung wurde 1943 begonnen zu bauen als Werksiedlungen für das Moosbierbaum-Raffinerie. War aber 1945 bei Kriegsende noch nicht fertiggestellt. Wurde dann sukzessive immer wieder dazugebaut und wie wir 1951 hergezogen sind, waren die Gebäude teilweise noch nicht fertiggestellt, teilweise noch nicht fertig verputzt. Es sah auch zwischen den Kindern von den einzelnen Blöcken, waren so eine Art Bandenkämpfe zwischen den Kindern von den einzelnen Blöcken mit Steine schmeißen und so Sachen. Also das ist manchmal ganz wild zugegangen. Es gab auch keine Otto. Die 50er Jahre hat fast keine Otto gehabt. Erst im 5. Block hat eine Partei dann einmal ein Otto gekauft. Es war ein Opel Rekord, ein roter, das kann ich mir noch ganz gut erinnern. Und der Eigentümer war sehr heikel auf das Otto. Überhaupt, wenn dann die Kinder mit Steine geschmissen hat, hat die Frau dann vom ersten Stock recht lautstark heruntergeschrien, wir sollen aufhören mit diesem Unsinn. Kinder dürften wir damals in die Parkanlagen nicht spielen. Das war streng verboten, den Rasen zu begehen. Es war damals auch üblich, da waren Bänke, dann kamen die ganzen Frauen, sind dort auf die Bänke gesessen, haben gestrickt und getratscht. Also damals war das Zusammenleben noch viel intensiver in den 50er Jahren, in der Nachkriegszeit, als wir heute. In die Schule gegangen bin ich dann in der Volksschule dann in Zwendendorf. Am Anfang, mein erstes Schuljahr, habe ich noch im Kindergarten verlebt, weil gerade in dieser Zeit, 1956, wurde die Volksschule umgebaut und daher war die Volksschule professorisch im Kindergarten. Kindergarten habe ich auch besucht in Zwendendorf, der heute nicht mehr steht. Und die Stiegen zwischen Kirche und Schlosspark, diese Stiegen stammen noch aus der Volksschule. Die sind damals bei der Renovierung ausgebaut und dort dann eingebaut. Ja, zum Moosbierbaum ist jetzt Folgendes zu sagen, ein Herr Wetzler und ein Herr Skoda. Der Herr Skoda ist der Sohn von der großen industriellen Familie in der Tschechoslowakei, haben sich 1916 entschlossen, eine Pulverfabrik zu bauen, eben für den Ersten Weltkrieg. Sie hatten dann ein Gebiet gesucht, das landwirtschaftlich nicht sehr ertragreich ist und von den Ortschaften weit entfernt ist. Und damit sind die auf das Gebiet gekommen zwischen Moosbierbaum und Zwendendorf. Es wurde dann ab 1917 gebaut mit ca. 6.000 bis 8.000 Personen, weil damals wurde ja alles mit händisch gemacht, Maschinen gab es damals nicht. Es wurden auch rumänische Kriegsgefangene beschäftigt, die sehr also körperlich sehr geschwächt waren durch den Krieg und durch die Kriegsgefangenschaft. Und es sind sehr viele gestorben und die wurden zuerst in den Ortsfriedhof in Zwendendorf begraben. Bis der Pfarrer gesagt hat, er braucht den Platz. Und dann hat die Firma Skoda Wetzler AG dann einen Grund gekauft von der Pfarrgemeinde Zwendendorf. Und dort wurde dann der Rumänenfriedhof, der heute noch besteht, angelegt. Es wurden dann die Gräber vom Ortsfriedhof exhumiert und dort alle begraben. Und es wird noch bis heute, also bis dato, wird jedes Jahr kommt eine rumänische Delegation zur Erinnerung an diese ungarischen Arbeiter, die hier umgekommen sind. 1918 war dann der Krieg aus, damit war der Bedarf an Pulver nicht mehr gegeben. Der Herr Skoda ist dann aus der Firma ausgestiegen und der Herr Wetzler hat in der Zwischenkriegszeit die ganze Anlage, das ganze Gelände als chemische Industrie umgebaut. Es wurde dort Schwefelsäure erzeugt, Phosphorsäure erzeugt, Superphosphat, der Dünger, der wurde für ganz Österreich geliefert, Waschmittelerzeugung und diverse Grundmittel für die chemische Industrie und auch Stärke noch aus Kartoffeln. 1938 wurde man dann durch die Deutschen übernommen. Die haben dann die ganze Chemieindustrie nach Bischelsdorf verlegt. Das Gebiet wurde dort ganz einfach enteignet.
wo heute eben der Industriepark Bischelsdorf liegt, wurde die ganze chemische Industrie dorthin verlegt. Es wurde dort auch eine Kehranlage gebaut für die Schiffe, die Öl anliefern. Und auf den ehemaligen chemischen Betrieb in Mosbierbaum wurde dann von Frankreich eine erbeutete Raffinerieanlage dorthin gebaut. Und es wurde aus minderwertigen rumänischen oder ungarischen Benzin hochwertigen Flugzeugbenzin erzeugt. Und es wurde dann auch die Firma Donnerchemie gegründet, aber die ist dann komplett in die IG Farben einverleibt worden. Wie gesagt, es wurde dann 1943 hat es dann mit den Bombardierungen angefangen, bis 1945. Es hat sich dann im Jahr 1944 bzw. 1945 eine Widerstandsbewegung gegründet, wie in ganz Österreich, die mit kleinen Sabotageakten versucht haben, die Produktion zu stören, aber viel haben sie nicht machen können, weil sie wurden dann sofort verhaftet und eingesperrt. Aber sie hatten das Problem, sie sind von Anfang an von einem Nazi-Spitzel unterwandert gewesen, der alles in die Gauleitung nach St. Pölten sofort gemeldet hat, und dann sind sie in kurz vor Kriegsende dann alle verhaftet worden im April, und 40 Personen sind dann nach Mauthausen deportiert worden. Und diese Personen sind kurz bevor die Amerikaner Mauthausen befreit haben, noch in Mauthausen umgekommen. Und wie die Amerikaner dann gesehen haben, die Deutschen haben eine sehr genaue Aufzeichnung gemacht über ihre ganzen Gräueltaten, haben die Amerikaner gesehen, dass da eben Personen aus Mosbierbaum umgekommen sind. Die haben das dann hier gemeldet, und es wurde dann 1946 während der russischen Besatzungszeit ein großes, schönes Denkmal im Fabriksgelände in Mosbierbaum aufgebaut. Wie gesagt, 1950 haben dann die Russen das übernommen, haben das als USA-Betrieb weiterbetrieben. Sie haben zwar einen Teil abgebaut und nach Russland abgeliefert. Das wurde dann zwar gefunden und nie wurde festgestellt, dass es nie verwendet worden ist. Die russische SMV, also sowjetische Ölverwaltung, wie es damals geheißen hat, hat das ganze Öl aus Zistensdorf, also aus dem Weinviertel, dann eben verarbeitet in Mosbierbaum, hat aber das ganze, die ganzen Produkte, Benzin und alles, Öle und die es erzeugt haben, als Reparationszahlung nach Russland verschickt. Also wir haben zwar unser Erdöl hergeben müssen, aber die ganzen Produkte sind nach Russland gegangen. Es wurde dann teilweise auch die Fabrik immer wieder erweitert, und dann 1955, nach Ende der Besatzungszeit, hat die ÖMV das Gelände übernommen, also österreichische Mineralölverwaltung, und wurde dann immer wieder weiter ausgebaut und als eine vollständige Raffinerie ausgebaut. Wie gesagt, 1951 hat mein Vater dann angefangen als Buchbinder, er ist gelernter Buchbinder gewesen, dort so gearbeitet ist, wurden auch die ganzen Einwohner hergenommen, auch während der Besatzungszeit, um dieses ganze Gelände wieder zum Herrichten, zum Reparieren und alles von den Bombenschäden her. Bischelsdorf zum Beispiel ist nie mehr repariert worden. Wenn das zusammengebombt worden ist, ist es so geblieben. Bei der Raffinerie haben die Deutschen das immer wieder aufgebaut, weil die wollten ja, dass das weiter in Betrieb geht. Ja, dann 1960 hat dann eben Schwechat dann fertiggestellt, und damit ist die ganze ÖMV nach Schwechat verlagert worden, und damit ist ab 1961 dann das Industriegebiet verfallen bis 1981, weil 1981 hat dann das Umspannwerk den Rohr zum Bauen angefangen. Und dann später ist der restliche Teil dann als Golfplatz verwendet worden. Das war die Geschichte von Mosbierbaum. Ja, Zwendendorf war eigentlich gewerbemäßig gut besetzt. Während nach dem Krieg war natürlich haben wir in Zwendendorf gehabt 4 Geschäfte. 3 Fleischhauer, 2 Bäcken, 3
Schuhgeschäft, Schuster, hat man früher gesagt. Die, was hat es noch gegeben? Zwei Elektriker, Mechaniker, Fernsehtechniker. Das hat Fernseher sind natürlich dann erst später gekommen, aber zu der Zeit war Zwendendorf belebt mit Geschäften. Zwendendorf am Hauptplatz war eigentlich Kühlfarber, vis-à-vis, was jetzt das Gasthaus Holzmeer ist, war auch Gasthaus und eine Fleischhauerei. Gleich vis-à-vis in der Schulgasse war Schneiderei, Fegeditsch. Neben der Fleischerei war Strahl, die Bäckerei. Ja. Dann war daneben die Post. Und da war früher auch die Raiffeisenkasse drinnen, in dem Gebäude. Ja, und daneben war dann hat es das Uhrmachergeschäft gegeben und ja, Elektrogeschäft, dann die Firma Weider. Und ja. Und vis-à-vis von der heutigen Pizzeria, oder wo die Trafik drin ist, war das Milchcasino. Und da hat man das war so eine Erfindung, Milchkuh hat das geheißen. Das war ein Apparat, da hat man die 25 Liter Kanne drunter gestellt, den Apparat drüber gestürzt und dann hat man Liter für Liter runterlassen. Den Namen Kühlfarber mit Geschäft gibt es eigentlich zurück ins 18. Jahrhundert. Und zwar hat der hat Lambert Kühlfarber geheißen, ist mit dem Bauchladen von Dorf zu Dorf gegangen, hat Kerzen, Schnürsenkel und etc., also mit Zwirn, Nägel, Socken, das hat er alles mitgehabt mit einem Bauchladen. Ja? Und so hat aber nebenbei seine Frau schon eine kleine Kreislerei in Zwendendorf geführt. Das Geschäft hat sich entwickelt bis zum, ja, in meine Zeit zurück, also wo wir dann alles gehabt haben, vom Kohlenhandel angefangen bis Textilien, über Lebensmittel, über Eisen, über Baumaterialien, Kunstdünger, wir haben in dem Geschäft. Aber das ist natürlich fast eine Jahrhundertentwicklung gewesen, dass es einmal so wird. Wir haben natürlich die Feinkost auch gehabt. Also und dann Käsewurst und was ich weiß, diese ganzen Milchprodukte und etc. Aber vielleicht ein Wort zur Wurst. Die Wurst haben wir bezogen aus Wieselburg. Und zwar hat es da einen Fleischhauer gegeben, das war der Moser, und den gibt es heute noch. Ja. Und die Firma Kühlfarber war die zweite Firma vom Fleischhauer Moser, die Wurst bezogen haben und Moser verschickt hat. Wir haben dreimal in der Woche Wurst per Bahn gekriegt. Und wir waren die zweite Kunde von der Fleischhauer Moser von Wieselburg, die Produkte mit der Bahn bezogen hat. Und was ich weiß, also hat es qualitätsmäßig damals, glaube ich, fast keine bessere gegeben. Ja, der Kohlenhandel war so, die Kohle wurde angeliefert mit Waggon in Moosbierwarm, Bahnstation Moosbierwarm, Heiligeneich hat das geheißen, nicht? Oder heißt es noch immer. Und da wurde es von der Firma Kühlfarber zum Beispiel nach Zwendendorf transportiert und das war nicht, man darf sie nicht mit Pferde kutschen, also fuhren. Man darf sich nicht vorstellen, heute diese großen Waggon transportieren 30, 40 Tonnen, aber das waren früher kleine Waggon mit 5000 Kilo. Ne? Und das hat man halt passiert in so Truhenwagen. Hat man gesagt, was ich, das sind diese schräg aufgebauten Wände gewesen, hat man da heimgeführt. Da ist natürlich, was ich, 8-mal oder 10-mal gefahren worden, dass man diese 5000 Kilo in den Lagerschuppen gekriegt hat. Ne? Und dann sind zum Beispiel die Leute gekommen mit einem Schubkorn oder mit einem
kleinen Cups oder mit Sack und haben sie das, weiß ich, 20, 30 Kilo oder weiß ich, vielleicht 50 Kilo nach Hause geholt. Ihr habt Petroleum am Markt verkauft. Ja, das war natürlich, ist zurückgegangen an die Zeit vor dem elektrischen Strom. Was hat man gehabt? Kerzen und Petroleumlampen, ne? Und dann, wir haben den Petroleumautomat noch gehabt, da hat es schon lange den Strom gegeben. Du hast oben, wie bei Zapfsäulen, 8 Liter, Viertel Liter, halbe Liter und Liter. Das hat vier verschiedene Hähne gegeben, die hast die Flaschen drunter gehalten und hast aufgemacht und haben ja Petroleum gekriegt. Preisverhältnis, also Verdienst und Lebensmittel, war natürlich günstiger wie heute. Aber nur natürlich die Ansprüche waren damals viel geringer. Wer hat sich da zum Beispiel einen teuren Apfel gekauft? Fast niemand, weil die sind zusammengeklappt worden auf der Straße von den Straßenbäumen. Aber heute kauft man den teuersten Apfel. Wer hat Mandarinen gekauft? Und Bananen. Apropos Bananen. Ich bin in den 60er Jahren nach Zwentendorf gekommen. Ich habe nicht gewusst, was eine Banane ist. Ich bin von Waldviertel gebürtig. Ich habe nicht gewusst, was eine Banane ist. Wenn man das wäre zu wissen, ich hätte es mit der Schule gegessen. Ich habe es nicht gewusst, dass man das schön muss und dass das gut ist. Ich habe sie nicht gekannt. Ich bin als Lehrbuhr nach Zwentendorf gekommen in das Geschäft und da. Natürlich bedienen, also keine Selbstbedienung. Du bist hinter der Pudel und da hat jeder das vor der Pudel verlangt, was er braucht. Und da haben wir einen Kunde gehabt, der hat verlangt ein Kilo ohne. Was ist das? Ja, und die blöde Bub hat nicht gewusst, was das ist. Und natürlich, der Chef hat das Ding und ich muss halt ein wenig dumm gefragt, was ist das? Nicht zu den Herren. Mein Chef kommt und tritt mir auf die Zehen. Das hat geheißen, ich soll ruhig sein. Und weißt du, was der gemeint hat? Ein Kilo Würfelzucker ohne Stab. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Also es gibt viele ehemalige Besitzungen in der Tschechoslowakei und also jetzt auch im jetzigen Böhmen. Und es hat aber nie einen Anspruch auf Rückvergütung gegeben, weil die juristischen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Weil eine von den großen Voraussetzungen für einen Anspruch war, dass man bei der letzten Volkszählung nicht Deutsch als Muttersprache, sondern Tschechisch als Muttersprache angegeben hat. Also das ist so der wichtigste Punkt. Also, und das war halt offensichtlich also nicht der Fall. Und ja, und in Zwentendorf sind wir wirklich zu Hause, ja. Also ich habe mich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schwer getan, weil ich aus Innsbruck gekommen bin und Zwentendorf ja wirklich Brettl eben ist und ich mich also schwer daran gewöhnt habe, dass die Kellerhügeln im Garten die einzigen Erhebungen sind, so ungefähr. Aber mittlerweile fühle ich mich auch also ganz, ganz zu Hause in Zwentendorf. Die biologische dynamische Wirtschaftsweise ist eigentlich das Projekt von uns von Anfang an gewesen. Also wir haben also vielleicht hat es am Anfang noch angefangen so mit der Idee, dass wir unsere Kinder gesund ernähren wollen. Und da haben wir also erst nur im Gemüsegarten angefangen und ein kleines Stück Getreide biologisch angebaut. Und dann sind wir aber sehr, sehr schnell irgendwie zur Überzeugung gekommen, dass das unsere Verantwortung der nächsten Generation und der Zukunft gegenüber ist. Es war ja auch rund um die Frage von Atomkraft, ja oder nein. Also das war ja zu der gleichen Zeit. Und da waren wir ja irgendwo in einer
etwas heiklen Position, weil der Schwiegervater ursprünglich einmal den Grund dazu hergegeben hat, zu dem Atomkraftwerk. Also zu der Zeit hat man ja wirklich noch völlig andere Vorstellungen und Informationen gehabt. Und wenn er es nicht hergegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich sowieso nach dem Eisenbahngesetz enteignet worden. Aber das hat uns nichts gemacht, also wir waren dagegen. Und wir waren also wirklich wahnsinnig erleichtert, wie dann die Abstimmung also dagegen ausgegangen ist. Und haben uns dann aber auch dann sehr schnell rund um das Kohlekraftwerk sehr stark engagiert und auch sehr stark aus dem Fenster gelehnt. Weil wir eben gedacht haben, dass also der Umweltschutz und der Schutz der Natur ist wirklich das, was wir der nächsten Generation gegenüber machen müssen. Also das ist wirklich unsere Hauptverantwortung. Und es gibt ja die verschiedensten Ausrichtungen im biologischen Landbau oder im ökologischen Landbau. Und wir sind zu Demeter gekommen, weil uns diese Idee des systemisch Denkens, also dass alles einen Zusammenhang hat. Die Demeter-Leute schauen ja auf den Betrieb sehr oft als geschlossenes System, also da würden wir nicht ganz übereinstimmen, aber dass es ein System ist, das wo alles, jedes beeinflusst. Die Kühe kriegen nur das zu fressen, was bei uns wächst, und gleichzeitig wiederum geht dann das, was also der Kuhmist wird eben zu Kompost verarbeitet. Dieser Kompost wird dann, also wir haben bis jetzt also wirklich sehr streng nach Rudolf Steiner gewirtschaftet, also dieser Kompost wird dann mit den vier verschiedensten potenzierten Kräutern geimpft. Und sehr lange habe also auch ich und auch oft mein Mann, also wir haben die Kräuter auch selber gesammelt und selber also fermentiert und getrocknet und so weiter. Und dann ist der Kompost, wird dann also ganz sorgfältig geimpft mit diesen Kräutern, und der Kompost ist das einzige Düngemittel, was wieder auf unsere Felder kommt. Also glaube ich wirklich, dass das wirklich die edelste Form des biologischen Landbaus ist. Fällt mir etwas ein, dass bei unserer Hochzeit der alte Pfarrer, also der Pfarrer Strohmeier, der also nicht trauernder Priester war, sondern nur dabei war, und der dann zum Schluss noch ein paar Worte gesagt hat, und der damals gesagt hat: Und vergessen Sie nie, dass Ihr Nachbar die Kirche ist hier. Also weil wir gehen ja da hinaus. Und ich mir so manchmal denke, wenn ich so dran denke, was mein Mann und alles für die Pfarre und die Kirche gemacht hat und was auch ich also im Laufe der Zeit für die Kirche gemacht habe und was wir jetzt noch machen, wir haben es wirklich nie vergessen. Ich soll euch ein bisschen was erzählen über die Zeit in Zwentendorf ab den 80er Jahren. Das war eine Zeit, die ich nenne es die Goldgräberzeit von Zwentendorf war. Kurz davor hat sich die E-Wirtschaft etabliert in Zwentendorf mit drei Großbaustellen: dem Donaukraftwerk, dem Kernkraftwerk und dazu dem größten Umspannwerk von Mitteleuropa. Und das gab natürlich sehr vielen Leuten Arbeit und Existenz. Dann kommen wir auf ein Thema, das sehr wichtig ist für Zwentendorf: das Kernkraftwerk mit seiner Geschichte, der unvollendeten sozusagen, dass es zwar fertiggestellt war, aber in einer Volksabstimmung die Österreicherinnen und Österreicher entschieden haben, wir wollen es doch nicht, hat Zwentendorf weltweit berühmt gemacht. Und es war dies eine,
Entscheidung, die in Zwentendorf anders ausgesehen hat. Denn damals haben also hunderte Zwentendorferinnen und Zwentendorfer durch diese Baustellen Arbeit gehabt und haben das Thema Kernkraft natürlich aus der eigenen Sicht gesehen, dass es gute Arbeitsplätze gibt, dass es für viele Menschen Existenz gibt und haben aus dem Gefühl heraus für das Kernkraftwerk entschieden. Zwentendorf hat ja über 60% Zustimmung gehabt. Ganz Österreich hat das natürlich, oder auf ganz Österreich gesehen, ein bisschen anders ausgesehen. Da waren halt bis nach Vorarlberg hinaus, ist dann das Ergebnis mit 50,4% gegen die Inbetriebnahme. Als Folge daran hat es keine Stagnation gegeben in Zwentendorf, sondern es wurde dann sehr bald auch wieder von der Politik entschieden, okay, der Strombedarf wird mehr, also wir bauen ein Ersatzkraftwerk. Wenn schon Kernenergie nicht kommen soll in Österreich, dann eben aus fossiler Energie, also Kohle, Gas. Und so ist das Kraftwerk Dürnrohr entstanden, das kalorische. Traditionellste Betrieb ist die Donauchemie. Wir haben ja vor ein paar Jahren 100 Jahre Industriestandort Zwentendorf feiern können. Das geht also zurück auf den Ersten Weltkrieg. Die erste große Industrieanlage mit dem Werk Mosbierbaum wurde damals angesiedelt. Und aus diesem heraus ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkrieges die Donauchemie entstanden mit ihrem Standort an der Donau und ist heute noch als Industriepark Bischelsdorf mit mehreren Firmen der größte Arbeitgeber hier in der Gemeinde. Es arbeiten dort rund 600 Menschen und auch dieser Standort entwickelt sich alle paar Jahre sukzessive weiter. Die letzten großen Investitionen waren von der Agrana mit Österreichs einzigem Bioethanolwerk und jetzt mit zwei Weizenstärke-Anlagen, Fabriken. Eines der wichtigsten Projekte war auch in den 90er Jahren dann die Diskussion, Niederösterreich geht einen eigenen Weg bei der Müllbehandlung. Wir befüllen keine Deponien mehr. Wir hinterlassen unseren Kindern und Enkelkindern keine Altlasten, sondern der Müll muss aktuell oder wenn er anfällt, auch gleich ordentlich entsorgt werden, damit also wir keine Schadstoffe, Giftstoffe in der Erde deponieren. Auf mehr oder weniger lange Zeit. Und da hat sich Niederösterreich entschieden, eine Müllverbrennungsanlage zu bauen. Das war auch ein Meilenstein sozusagen in der Gemeindeentwicklung und war für mich als Bürgermeister, der ich seit 1991 damals war, eine der größten Herausforderungen. Denn das war so ungefähr zu vergleichen wie in den 70er Jahren mit dem Kernkraftwerk. Also auch da waren die Meinungen sehr unterschiedlich, auch was das Risiko und die Gefahren anbelangt. Und bei der Müllverbrennung war es am Anfang ähnlich. Also es gab auch da viele Leute, die befürchtet haben, die Bevölkerung, die Gesundheit, die Umwelt könnten dadurch leiden oder Schaden nehmen und waren durchaus also negativ eingestellt gegen die Anlage. Es wird jetzt auch diese Energie, die im Müll steckt, wird jetzt nicht nur zur Stromerzeugung verwendet, sondern wird auch als Dampf zum einen in den Industriepark Bischelsdorf geschickt. Somit brauchen die Firmen, speziell die Agrana, dort keine Energieerzeugung betreiben, sondern die kaufen sozusagen die Energie in Form von Prozessdampf von der Müllverbrennung. Und zweitens, vor einigen Jahren wurde eine Fernwärmeleitung nach St. Pölten verlegt und mit der Energie, die im Müll steckt, wird auch
die Landeshauptstadt St. Pölten teilweise von hier beheizt. Die Donau prägt uns halt heute auch natürlich im Zusammenhang mit der Natur. Wir haben ja teilweise in unserem Gemeindegebiet nördlich der Donau eines der größten geschlossenen Auwaldgebiete, also wo wirklich noch grüne Lunge, Natur, Fauna, Flora intakt sind. Ende der 80er Jahre wurde der Donauradweg geschaffen. Das war damals ein sehr weitsichtiges Projekt, wo man gesagt hat, es ist doch für die Menschen interessant oder muss doch interessant sein, wenn sie mit dem Fahrrad wieder Bewegung, Gesundheit, frische Luft die Donau entlang fahren können, das genießen können. Wir feiern heuer 100 Jahre SPÖ Zwentendorf, also gegründet 1919, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Und diese Handschrift des damaligen Parteigründers und späteren Bürgermeisters Hans Brachmann im Schulwesen ist bis heute spürbar. Es war ein Lehrer, Schuldirektor und er war ein sehr innovativer und sehr weitsichtiger Mensch und hat damals schon erkannt, vor 100 Jahren, Bildung und Wissen ist ganz, ganz wichtig für unsere Jugend und hat es gegen einigen Widerstand, auch im eigenen Gemeinderat, durchgesetzt, dass Zwentendorf schon 1926 den Beschluss gefasst hat, wir bauen eine eigene Bürgerschule. Er war dann auch kurz nach dem Krieg, hat es kurzfristig zu Ministerehren gebracht, als ein bekannter und wirkender Zwentendorfer, auch in der Bundespolitik. Und er wurde dann auch bei den ersten demokratischen Wahlen 1945 wieder zum Bürgermeister gewählt. Einer der Meilensteine davon ist das Sozialzentrum. Wir haben als eine der ersten Gemeinden in Niederösterreich zu dieser Zeit eine Anlage für betreutes Wohnen geschaffen. Gut, ich darf mich zuerst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Rabel Franz, ich bin Leiter der Mittelschule Zwentendorf seit nunmehr 13 Jahren. Und ich möchte kurz Stellung nehmen zu der Geschichte der Mittelschule Zwentendorf. Also die Geschichte begann im Jahre 1927 und zwar wurde sie gegründet vom Bürgermeister Hans Brachmann und sie war die zweite Bürgerschule im Bezirk Tulln. Die erste war in Tulln selbst, war ein Riesenfortschritt, denn es gab 1927 bereits die Schulpflicht für die 10- bis 14-Jährigen. Und natürlich war diese Schule achtklassig. Die Volksschule wurde schon gegründet viel, viel früher, nämlich 1882. Und daher war dieser Schritt ein Meilenstein in der Entwicklung der Bildung in der Vorkriegszeit. Und natürlich ist das auch verewigt worden. Sie hat lange Zeit Hans-Brachmann-Schule geheißen. Dieser Begriff ist aber momentan nicht mehr üblich, sondern es heißt nur mehr Mittelschule Zwentendorf. 1962, da wurde ein Schulgesetz beschlossen, das ziemlich revolutionär war. Es wurde die Schulpflicht von 8 auf 9 Jahre erweitert, das sogenannte BOLI wurde konstituiert und natürlich hat das für uns auch Auswirkungen gehabt, dass wir unsere Schüler nicht mehr nach der 8. Schulstufe entlassen haben, sondern zum Beispiel ins Poli nach Tulln geschickt haben. Der nächste Schritt war 1986. 1986 war also die Einführung der Schule mit Leistungsgruppen. Das heißt, es gab in den Hauptgegenständen 3 Leistungsgruppen. Und der nächste Schritt war 2016. Wo die neue Mittelschule eingeführt war. Das heißt, die Leistungsgruppen wurden wieder abgeschafft. 1974 wurde die Volksschule neu gebaut, gemeinsam mit dem Hallenbad. Wir haben auch einen Umbau 2003, da wurde ein Neubau zugefügt zum Altbau. Und heute wird gerade aufgestockt, um zusätzlichen Klassenraum zu bekommen. Ära Kreisky
war ganz eine besondere Ära, denn diese besondere Ära hat vielen unserer Menschen oder Mitbürger zu einem freien Zugang der Bildung verholfen. Früher war das nicht so. Man musste schon der Bildungsschicht angehören, um studieren zu können. Das hat der Bundeskanzler Kreisky dann geändert. Es wurden mehrere Aktionen gesetzt, wie zum Beispiel Schülerfreifahrt, gratis Schulbücher und natürlich auch, was mir ganz besonders wichtig erscheint, der freie Zugang zu den Universitäten. Ich persönlich hätte nicht zur Schule gehen können, hätte es die Ära Kreisky nicht gegeben, weil meine Eltern waren nicht sehr begütert und ich hätte nicht weiter studieren können. Alte, neue Methoden. Die Geschichte ist folgende. Früher war der Lehrer in einer Klasse mit 30 bis 40 Kindern in einer sehr autoritären Art und Weise unterwegs. Und er war der Diktator. Er hat angeschafft, was Sache ist. Er war konkurrenzlos. Er wurde mehr oder weniger, wurden seine Anordnungen nicht befolgt. Dann gab es oft drakonische Strafen. Das ist bis zur Züchtigung hingegangen zum Teil. Also das Rohrstaberl, das berühmte und so weiter und so fort. Und diese Zeit ist also eine Zeit, die wir alle nicht missen wollen. Die Bildungsaufnahme war so, in dem Kilowissen vermittelt wurde. Das Kilowissen heißt also, irgendwelche Fakten wurden auswendig gelernt etc. etc. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr der Fall, denn heute ist der Lehrer eigentlich nicht mehr Diktator, sondern nur mehr Coach, Begleiter. Ich würde auch sagen Helfer, Freund. Was ganz entscheidend ist, damit unsere Jugend im Team, würde ich sagen, lernt, Teamagenten zu lösen. Da gibt es Unterrichtsformen, die heißen Gruppenarbeit, offenes Lernen etc. etc. Und mit diesen Methoden wird also versucht, möglichst gemeinschaftlich und möglichst miteinander Probleme zu lösen. Die Kinder sind oder die Schülerinnen sind uns meistens digital schwerst überlegen, denn ich bin groß geworden mit einem Rechenschieber. Wenn ich heute jemand fragen würde, was ein Rechenschieber ist, also kein Mensch würde wissen, was ein Rechenschieber ist, ja genau. Das würde bedeuten, wir sind in einer Welt, wo Facebook, Twitter, Instagram und Internet als solches sind die Kinder uns bei weitem schon und sehr oft auch überlegen. Doch wir haben hier in Zwentendorf wirklich ausgezeichnete Bedingungen, um das umsetzen zu können. Wir haben einen Informatikraum, wir haben Laptops, die angeboten werden, die transportabel sind, die individuell eingesetzt werden können. Und das bedeutet, unsere Kinder haben wirklich Zugang zu den neuen Medien und zu einer ganz großen Wissensquelle, das nämlich Internet heißt. Und für die Zukunft hätte ich folgenden Ausblick noch, nämlich den Begriff der Gesamtschule möchte ich hier bringen. Nämlich, das ist jene Schule, wo die 10- bis 14-Jährigen in einer Schulform sich befinden, nicht in Mittelschule oder Gymnasium, sondern in der Gesamtschule und danach erst der Leistungsweg gegabelt wird, dass man sagt, okay, dann kann ich mich später entscheiden und die Chancengleichheit besteht noch länger als nur bis 10 Jahre. Weil jetzt wird geteilt mit 10. Meine Vision wäre wieder eine ähnliche Geschichte wie bei Kreisky, nämlich dass wirklich alle dieselben Bildungschancen haben. Dieselben Chancen, denselben Zugang und nicht, dass die Stellung im System entscheidet, ob ich studieren kann oder nicht. Ich finde es äußerst unklug, wenn ich bildungsferne Schichten von Bildung weghalte, denn da könnten so viele Talente schlummern, die ungenutzt sind, nur weil sie keinen Zugang zur Bildung haben. Und ein zweiter Punkt ist für mich ganz wesentlich, alle, die am schulischen Leben beteiligt sind, müssen sich wohlfühlen. Sonst funktioniert es nicht, weil wenn nur ein Teil sich nicht wohlfühlt, ist Sand im Getriebe. Und das gilt für Lehrer, für Schüler und für Eltern. Das heißt, alle, die da herinnen herumwerken oder mehr oder weniger sich bewegen, müssen zufrieden sein oder sollten weitestgehend zufrieden sein. Denn nur ein Zufriedener bringt eine gute Leistung. Der Beginn war unerwartet, weil ich an und für sich Lungenheilkunde machen wollte. Aber die Situation hat sich dann so ergeben und rückblickend muss ich sagen,
Es war schön, es war anstrengend, es hat Freude gemacht. Dass es früher war, dass es undenkbar war, dass der sogenannte Dorfhausarzt, Gemeindearzt, wie auch immer man dazu sagt, nicht in der Ortschaft gewohnt hat. Das wäre früher einfach undenkbar gewesen, während es heute so ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen ihren Wohnsitz gar nicht mehr in der Ortschaft selber haben. Wir haben damals noch rund um die Uhr ständig erreichbar sein müssen, außer das freie Wochenende, aber das haben wir dann wieder durch Vertretungen für den anderen Kollegen unter Anführungszeichen abgebüßt. Ja, das ist halt alles nicht mehr mit der Einführung des Telefonnotdienstes, Nachtdienstes, sind diese Anforderungen nicht mehr gegeben. Dass diese angebliche Steigerung von Krebserkrankungen darauf zurückzuführen, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung stetig steigt, was ja gut ist, aber oft Krankheiten, die wir früher selten gesehen haben, auch ein Beispiel ist diese Erblindung, die altersbedingte Erblindung durch eine sogenannte Degeneration beim Sehnerv. Ja, da gibt es einen sehr schönen Ausspruch, wir erleben heute unsere Krankheiten. Das finde ich, ist vielleicht das Einschneidendste, was sich hier geändert hat. Was sich geändert hat, auch zum Positiven, sind die hygienischen Verhältnisse. Das ist kein Vergleich gegen früher. Es ist heute selbstverständlich, dass in jeder Wohnung, in jedem Haus eine Dusche ist. Das war ja früher nicht so. Da war irgendwo in einem Eck eine Waschschüssel. Und am Rande kann man mich noch genau erinnern, das war eine Fernsehdiskussion über der Vorsitzende, der ist um Nebenkosten von Wohnungen gegangen. Und das war der Chef vom Mieterverband damals in Österreich. Und das war in den 70er Jahren, kann man genau erinnern, Mitte der 70er Jahre. Und der hat ganz laut verkündet, wie wenig er zahlt, obwohl er zweimal in der Woche duscht. das war Standard. So das, bei Wilhelm Busch war es noch das wöchentliche Bad. Nicht? Das Problem eben, das wir heute haben, vor allem bei Jugendlichen, ist wieder die Ernährung. Früher haben die Leute auch weniger Geld gehabt. Es ist ihnen nicht so gut gegangen. Heute kriegt jeder Schüler sein Taschengeld und rennt dann in die Konditorei oder in die Bäckerei und holt sich süße Sachen dann. Also wenn man auch hier nicht sagt, okay, Schulbuffet und das andere wird in irgendeiner Form jetzt unterbinden, das klingt so nach Zwang, aber dass ich irgendwie Zeichen setze, dass das nicht stattfindet, wäre schon viel gewonnen. Es ist eine Grundweisheit in der Diagnostik, man erkennt das, woran man denkt. Wenn ich da nicht daran denke, erkenne ich es nicht. Das, was heute so ist, ich glaube nicht, dass es wesentlich zugenommen hat. Es hat sicher zugenommen, das stimmt schon, weil der Alltagsstress im Berufsleben ein anderer ist. In der Schule glaube ich es nicht. In der Schule der Stress war vielleicht noch viel, viel mehr ausgesetzt, weil als Schüler hatten wir ja keinerlei Rechte. Es hat insofern aber, glaube ich, in erster Linie zugenommen, weil man es heute früher eher erkennt. Das sind so diese typischen Beispiele, wo der Patient von einem Facharzt zum anderen rennt. Jetzt sind wir wieder dort. Jeder sagt, er hat nichts, aber er ist krank. Und dann wäre es einmal höchste Zeit, daran zu denken, ob man nicht eine sogenannte, man hat früher gesagt, larvierte, von der Larve, sich dahinter versteckt, eine larvierte Depression hat. Einfach eine Depression, die sich hinter körperlichen Beschwerden versteckt. Und an das muss man, und an das denkt man heute öfter. Das Schöne war dann immer, wenn man hier gezielt und richtig behandelt und mit dem Patienten dann nach 14 Tagen wieder sieht und bei der Tür kommt plötzlich ein anderer Mensch rein. Da sagt der Doktor, so gut ist man noch nie gegangen. Das sind die schönen Sachen. Ja, und die nicht schönen Sachen, das sind die Unfälle.
Und auch zu denen wir damals gerufen wurden, da hat heute sofort Notarzt oder Hubschrauber. Und das waren die nicht schönen Sachen, vor allem wenn es tödlich ausgegangen ist, dann die Verständigung oder weil die Polizei dann sehr oft mich oder uns gebeten hat, dann mitzukommen, Angehörige verständigen. Also das waren immer die schwersten Sachen und die allerschwersten Sachen waren schwere Kinderunfälle. Nur hatten wir damals noch nicht, heute gibt es eben Ballindgruppen, heute gibt es psychologische Nachversorgung. Also hin und wieder hätten wir es selber auch gebraucht. Das war das Belastende an dem Ganzen. Und ja, das waren die nicht schönen Sachen, aber die notwendig waren. Und gleichzeitig, ja, man war dort, man hat hin und wieder auch helfen können, unmittelbar. Aber wie gesagt, die Erfolge sind dann immer das, wo das Ganze dann das ein Erfolg wiegt 10 schlechte Erlebnisse auf. Ja, die Gemeinde Zwentendorf, Schwerpunkt Bildung, Natur, Jugend, Freizeit gibt es natürlich sehr viel bei uns. Wir werden natürlich auch als Bildungspioniere fast genannt im Bezirk und auch niederösterreichweit. Mit der Ganztagsschule in verschränkter Form. Wir sind ja auch die Ersten in der neuen Mittelschule, die das in ganz Niederösterreich anbieten. Das heißt, wir waren in diesem Bereich immer schon Vorreiter. Und jetzt tut sich aber auch neben der Bildung auch sehr viel für den Umweltschutz und Natur. Muss aber auch dazu sagen, dass das sehr weiblich geprägt ist, diese Gruppe oder beziehungsweise diese Angebote und Projekte, die da daraus erwachsen, wird sehr, sehr positiv angenommen, weil wir halt sehen in der Gesellschaft, die Wirtschaft hat uns sehr in der Hand und wir müssen eigentlich von unten nach oben arbeiten. Und da ist es schön, wenn wir als Gemeinde da auch Impulse setzen können. Die Menschen sind bereit, sich einzubringen. Aber natürlich muss das gebündelt werden, das muss unterstützt werden. Und wir sind da eigentlich ganz wichtige Partner für die Menschen, weil sie merken, dass sie was verändern wollen. Und da ist sehr viel Bewegung da und das freut mich auch sehr. Die Jugend hat auch bei uns immer schon einen großen Stellenwert. Ich bin ja auch Jugendgemeinderätin gewesen, lange Zeit, und fürs Jugendreferat zuständig, bevor ich Bürgermeisterin geworden bin. Und es wurde in dieser Zeit auch Streetworker eingesetzt, beziehungsweise sie sind auch noch bei uns eingesetzt, weil gerade diese familiären Schichten sich sehr verschoben haben und die Kinder oder die Jugendlichen oft keinen Halt und auch keine Ansprechperson in der Familie haben. Das ist ein Teilbereich. Dann haben wir als zweiten Teilbereich einen Jugendtreff, wo die Kinder dann hingehen können. Das heißt, es ist dann Indoor. Und werden dort unterstützt, beziehungsweise haben da die Möglichkeit, die Freizeit wirklich einfach zu genießen, gemeinsam sich zusammenzusetzen, begleitet natürlich mit Sozialpädagogen. Ja, und das ist der Jugendtreff. Und als dritte wichtige Säule sehe ich da bei uns auch die Schulsozialarbeit. Wir haben in der Volksschule und in der neuen Mittelschule eine Schulsozialarbeiterin, die einmal in der Woche da ist und auch den Kindern als wichtige Stütze, gerade wenn man familiäre Probleme hat oder so, wo wendet man sich hin? Senioren und Senioren ist jetzt da, ich würde sagen, wir haben sehr viel im Schulkindergarten, Kinderbetreuungsbereich gemacht und meine Aufgabe sehe ich, diesen Gegenpool jetzt ein bisschen, auf diese Art und Weise natürlich auch viele Angebote zu schaffen, weil natürlich die Generationen sich ein bisschen verschieben. Es ist aber auch so, dass die Senioren heute viel mobiler sind, viel aktiver sind. Das heißt, man muss sich einmal auf die Bedürfnisse auch da einstellen. Da hat sich auch sehr viel verändert. Das heißt, früher bist du in Pension gegangen, hast auf den Enkel aufgepasst und das war es so ungefähr. Und da ist jetzt ein ganz anderer Gegentrend, dass man sagt, man hat ja noch genug Energie, man hat Zeit, man hat auch viel Ausbildung genossen und man kann sich da bei der Gesellschaft noch einbringen und da gibt es auch viele Projekte mit Vitale Gemeinde, Zeitbank, also da kommen, ich denke einmal, das ist einmal der Anfang, ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel kommen wird.
Wir haben immer schon die Philosophie gehabt, meine Vorgänger auch, schon Gemeindewachstum, aber natürlich kontrolliert und nicht explosiv. Also das haben wir immer schon die letzten Jahrzehnte gehabt. Und da ist immer der Schwerpunkt gewesen, halt nicht auf die grüne Wiese zu bauen. Ich meine, Zwentendorf, Erpersdorf natürlich schon massiv, weil das natürlich schon der große Kern von unserer Gemeinde ist. Aber die ganzen Dörfer, wir haben doch 11 Dörfer. Man muss nicht in den Dörfer auch noch explosiv wachsen, sondern da versucht man wirklich eher, die Ortskerne zu stärken, beziehungsweise die alten Häuser zu revitalisieren. Das heißt, wir werden sicher auch da mehr Impulse setzen in der Zukunft, dass man alte Häuser revitalisiert, beziehungsweise dass man schon im Ortskern vielleicht ein altes Haus halt abbaut oder beziehungsweise abreißt und halt aber schon wieder im Zentrum baut und nicht auf die grüne Wiese. Diese Philosophie ist ja auch von der EU unterstützt, das heißt, es ist ja auch ein EU-Projekt. Gerade in diesem, man spricht da immer vom Gemeinwohl, weil man sagt immer, wir sind in einer irrsinnigen Digitalwelt, Konsumwelt, hektischen Welt und immer ein großer Ansatz bewirkt auch einen großen Gegentrend. Das heißt, das ist für mich der große Gegentrend gegen diese Schnelllebigkeit. Und da muss man noch viel, und ich bin mir sicher, weil die Menschen gehen dann immer, nicht? Das eine ist extrem und man muss dann natürlich ein Gegenpool erreichen und das ist diese vitale Gemeinde, wo man sagt, schauen wir wieder aufeinander, wir sind eine Gemeinschaft, wir sollen nicht anonym werden, wir sollen aufeinander, füreinander auch da sein und das ist dieser Gegentrend, denke ich mal, und das wird auch noch, wir sind da Vorreiter, das freut mich natürlich und ich hoffe natürlich, dass wir da noch viele andere Gemeinden in Österreich auch erreichen, wo sie schauen, wie ist das bei uns abgelaufen, können wir das in unserer Gemeinde implantieren. Ne? Gesundheitsthemen ist, da habe ich letztens sogar mit Dr. Richter gesprochen. In diesem Bereich ist es sehr schwierig, weil natürlich viel vom Land gelenkt wird, beziehungsweise vom Bund. Als Gemeinde kann man sich viel wünschen. Aber es ist leider die Tendenz, dass sehr wenig Allgemeinmediziner ausgebildet worden sind. Das ist eigentlich von der politischen Seite ein bisschen vernachlässigt worden. Aber natürlich versuchen wir, wie du sagst, Gesundheitszentrum, schauen wir zumindest, dass wir Physiotherapeuten haben. Ich glaube, dass ja viel mehr die Gesundheit dorthin gehen soll. Man soll ja unterstützen, solange man gesund ist. Eine Gemeinschaft sein, aufeinander schauen, unterstützend natürlich. Und gemeinsam die Projekte weiterbringt. Ja. Das heißt wirklich, was wird gebraucht und die Gemeinde soll da ein Partner von den Menschen sein, die da wohnen. Ja. Was du jetzt sagst, privat, wie bringe ich das alles unter? Meine Kinder sind natürlich jetzt schon größer, meine Tochter ist derzeit 23, mein Sohn 17, die sind schon sehr selbstständig, habe sie aber auch so erzogen, muss ich auch dazu sagen. Und diese vielen Termine sehe ich nicht als Belastung. Und was mir die Kraft gibt, ist, ich kriege so viel Positives zurück von den Menschen, die sich einfach freuen, ja, wirklich. Und das gibt mir die Kraft und die Energie, da so viel zu bewegen und auch viel umzusetzen. Und wenn solange das ist, werde ich auch das sicher mit Freude ausführen, das Amt. Und solange die Menschen es wollen, werde ich das auch machen. Die verputzten Anbauten hier in unserer Pfarrkirche sind aus der Barockzeit. Die Loretto-Kapelle und dieser Turm hier wurden erst im 17. Jahrhundert nach den Zerstörungen des Osmanischen Krieges angebaut. Und um die Kirche herum war früher ein Friedhof, wie bei vielen Kirchen, der dann unter Josef II. Aufgelassen wurde und weiter hinaus verlegt wurde. Aber von diesem alten Friedhof haben wir noch einen Grabstein hier an der Kirche zu sehen, wenn ich bitten darf, mitzukommen. Der befindet sich hinter der Kirche und geht auf ein tragisches Ereignis zurück. Im Jahr 1700, ich muss da nachschauen, 49 fuhr ein Kaufmann aus Deutschland mit seiner Tochter nach Wien zur Hochzeit. Und leider kenterte das Boot hier vor Zwentendorf und so wurden die beiden hier begraben und dieser Grabstein stand ursprünglich auf der Südseite der Kirche auf dem Friedhof,
Man sieht hier an den Totenköpfen die Braut mit dem Brautkranz und den Vater, dem hier beide tragisch verunglückt sind. Und von der alten Inschrift, die auf dem Grabstein zu lesen stand, ist leider Gottes nicht mehr viel zu lesen. Wir stehen hier im Turm der Pfarrkirche zu Zwentendorf und haben einen Blick auf das Schloss, auf den Pfarrhof und auch auf die Schule und das Dorf Zwentendorf, den Kern von Zwentendorf sozusagen. Der Dachboden der Pfarrkirche ist natürlich interessant, weil man hier sehr selten heraufkommt als normaler Besucher. Man sieht sehr schön das Gewölbe, das erst später eingezogen worden ist. Und man sieht eben auch die Aufhängungen der Luster in der Kirche, die hier mit einem Gegengewicht versehen sind, damit man sie früher, als es noch kein elektrisches Licht gab, anzünden konnte. Man sieht hier noch die Reste des alten Kirchturmes, eines Südturmes aus der vorbarocken Zeit. Und die Vertiefungen hier in der Seitenwand deuten darauf hin, dass hier in der gotischen Zeit eine Holzdecke eingezogen war in der Kirche, eine Flachdecke. Und erst im Zuge der Barockisierung wurde diese Flachdecke abgetragen und im Gewölbe eingezogen. Gut, dieser südliche Teil der Kirche sah bis 1956 ganz anders aus. Wo jetzt die Marienstatue steht, stand einst ein Altar und daneben war eine Lourdesgrotte aufgebaut. Die wurde 1902 errichtet. Aber im Jänner 1956 gab es hier einen Brand, durch einen Kurzschluss ausgelöst. Danach war der Altar und die Mariengrotte komplett abgebrannt. Sie wurde nicht mehr erneuert, sondern eine Marienstatue in Auftrag gegeben und ein neuer, moderner Altar errichtet. Und so sieht das Bild der Kirche heute eben etwas anders aus wie vor 60 Jahren. 1945 wurde Hubert Nebois Pfarrer von Zwentendorf und er leitete auch den Wiederaufbau der Kirche nach dem Krieg. Unter ihm wurde beschlossen, die barocke Fassade abzuschlagen und das Bruchsteingemäuer wieder freizulegen. Hubert Nebois war Pfarrer von 1945 bis 1974. Er wurde abgelöst vom Pfarrer Alois Strohmeier, der war dann bis 1999 Pfarrer hier, 25 Jahre lang. Und seit 1999, auch schon wieder 20 Jahre, ist Magister Kazimierz Sanocki Pfarrer von Zwentendorf. Wann unsere Pfarre gegründet wurde, wissen wir nicht so genau. Wir haben angenommen 1014. Da wurden rundherum Pfarren gegründet unter Kaiser Heinrich II., nämlich Herzogenburg, Tulln, Kremsk, Stockerau. Und wir nehmen an, dass wir damals mitgegründet wurden, obwohl keine Gründungsurkunde bis heute gefunden wurde. Einmal von der barocken Fassade unserer Kirche, von der Donau her gesehen, die eben dann nicht mehr erneuert wurde. Das Schloss der Familie Altan war ursprünglich als Sommerschloss gedacht. Das Hauptschloss lag in Murstetten, wurde aber 1805 in den Napoleonischen Kriegen ein Raub der Flammen. Und seitdem benutzt die Familie Altan dieses Schloss hier als ihre Residenz mit einem Jagdschloss gegenüber. Da wurde eine Schneise durchgeschlagen zu einem anderen Schlösschen Eleonorenheim. Und diese Familie Altan war auch für die Marktgemeinde Zwentendorf jahrhundertelang sehr bestimmend. Einer der Vorfahren war evangelisch, also im Zuge der Gegenreformation wurde dann die Familie Altan wieder katholisch und hat sich eben hier angesiedelt. Jetzt stehen wir vor dem Pfarrhof von Zwentendorf. Ursprünglich vermutlich zwei Gebäude aus der vorbarocken Zeit, die erst in der Zeit nach den Osmanischen Kriegen durch einen Torbogen verbunden worden sind. Man merkt es an den dicken Mauern, wenn man im Vorhof einen Nagel einschlagen will, kommt man nirgendwo durch. Und die Jahreszahl über den Torbogen in den römischen Ziffern, 1678, wurde erst bei der Restaurierung freigelegt. Die alte Jahreszahl war nämlich 1686. Und man nahm an, dass in der Türkenzeit hier Pfarrhof und Kirche zerstört worden seien. Dem ist aber nicht so. Die Kirche ist schon vorher abgebrannt, damals auch die Chronik verbrannt.
und wurde eben schon 1978 wieder restauriert. Das Kriegerdenkmal wurde offenbar nach dem Ersten Weltkrieg errichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg und den entsprechenden Namen der Gefallenen dieser Kriege und der Opfer hier auch aus dem Ort ergänzt. Das Denkmal ist wichtig bei Begräbnissen. Da wird hier immer der Kondukt angehalten. Wir haben noch mitunter die alte Form des Begräbnisses, dass ein Kondukt von der Kirche zum Friedhof geführt wird, der hier eine Statio einhält und der Toten der Kriege und der Opfer anderer Katastrophen gedenkt. Bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges 1945 wurde hier an der Donau heftig gekämpft. Hier verlief eine Front zwischen Deutschen und Russen und da wurde eben diese Seite des Dorfes schwer beschädigt und in den 50er Jahren wurde das Rathaus neu aufgebaut. Die Taverne links ist das ältere Gebäude und der Stil dieses Rathauses ist einem süddeutschen Baustil mit diesen Giebeln angelehnt worden, damit das da irgendwie in die Gegend hereinpasst. Die Wappen, die über dem Rathaustor zu sehen sind, die zeigen einerseits die Symbole einiger Ortschaften, wie der Bär steht für Berndorf zum Beispiel. Grottendorf wurde nur erwähnt, das ist komplett verschwunden. Man weiß nicht genau, wie Grottendorf zugrunde gegangen ist. Weiters wird hingewiesen auf den Wappen, auf die Industrie in unserer Gegend, auf den Fischfang, auf den Ackerbau. Davon zeugt auch oberhalb die Fischerin in den Bogen über den Tor zwischen den beiden Fenstern. Und auf der linken Seite sieht man noch einen Fährmann, denn hier in Zwentendorf gab es eine Überfuhr über die Donau. Den konnte man rufen mit einem Ruf, dass er übersetzte. Und so konnte man auf die andere Seite der Donau gelangen, da es hier lange Zeit weit und breit keine Brücken gab. Dieser letzte Fährmann ist erst Anfang des 20. Jahrhunderts gestorben. Seitdem haben wir keinen Fährmann hier mehr, aber symbolisch wurde er hier verewigt. Wird das alles aufnehmen? Ja. Nein. Ja. Na, da rede ich nichts mehr. Und der hat ein Auto gehabt. Der hat mich aber so ausdauert. Blöder, wirklich. Blöder Bub, du weißt nicht einmal, was ein Kilo an ist. Und ich war vielleicht 3 Wochen in dem Geschäft und musste ihn bedienen und der verlangt ein Kilo an. Damit ist die Sache abgeschlossen. Bitte, klatschen. Passt? Das ist das Stadtsignal? Ja, ja. Ja?